Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops. Ich glaube, heute ist schon Tag 245 hintereinander, wo ich euch hier den neuen Shop vorstelle. Und im heutigen Shop haben sich wieder beide Seiten geupdatet und wir haben ein neues Set drin, beziehungsweise, ja, es ist eine Erweiterung eines Sets, denn dieses Set heißt genauso wie ein Set, das wir schon mal hatten. Also das sind quasi einfach nur weitere Skins und Items hier zu diesem Set dazugekommen. Das sind ebenfalls halt so Luftschifffahrer-Skins. Ihr seht auch schon, es gibt so ein Luftschiff dazu. Und ich würde sagen, wir fangen mal kurz mit dem Wolkenbrecher an. Das ist der männliches Skin für 1200 V-Bucks. Leider ohne Backpack. Die anderen Skins sind ja auch blau gewesen. Die ebenfalls Luftschifffahrer-Skins, die waren auch blau. Also auch von der Seltenheit her auch. Sie waren auch vom Aussehen her blau. Und sie hatten ja ein Backpack dazu. Die hier jetzt nicht. Kosten aber ebenfalls 1200 V-Bucks. Ich persönlich finde sie jetzt nicht so krass. Es sind zum einen halt nur wieder Luftschifffahrer-Skins, also was wir schon mal hatten. Und zum anderen finde ich das Design jetzt auch nicht so heftig. Also schaut zwar ganz cool gestaltet aus, aber es ist halt nichts Besonderes. Und das finde ich ein bisschen schade. Solche Skins werden, glaube ich, auch nicht so besonders gut gekauft, deswegen verstehe ich es auch nicht, warum sie, nachdem das andere Set wahrscheinlich schon nicht so gut ankam, jetzt nochmal weitere Skins zu diesem Luftfahrt-Zeitalter-Set hinzufügen. Finde ich irgendwie ein bisschen unnötig. Ja, das ist auf jeden Fall der männliche Skin und dann noch der weibliche, das ist die Überfliegerin, ebenfalls 1200 V-Bucks. Sie hat so einen ganz lustigen Hut, den finde ich noch ganz nice. Ansonsten, ja, glaube ich, würde ich den Skin jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Ich finde, die Frisur ist mal ein bisschen was anderes, aber deswegen jetzt sich diesen Skin zu holen, glaube, das lohnt sich eher nicht. Auf jeden Fall noch dazu dann das Luftschiff für 1200 V-Bucks. Auch das finde ich ein bisschen teuer. Schaut halt nicht ganz so krass aus. Es sind halt wieder zwei Luftschiffe. Das hatten wir ja schon jetzt ein bisschen zur Genüge. Ich glaube, es gibt jetzt drei oder vier Luftschiffe schon als Gleiter. Vielleicht hätten sie sich da lieber was Neues einfallen lassen sollen. 1200 V-Bucks ist natürlich schon ein heftiger Preis dafür. Würde ich also jetzt nicht unbedingt empfehlen. Und die Turbine, also die Hacke, die es noch dazu gibt in dem Set hier, finde ich eigentlich noch ganz in Ordnung. Die hat halt hinten so ein Feuer, so ein Leuchten und hat auch nochmal einen kleinen Special Sound. Ja, die finde ich eigentlich noch ganz cool, auch wenn sie mir wahrscheinlich zu groß ist, ist zu klobig hier oben, wieder zu dick. Deswegen spiele ich meistens mit solchen Hacken nicht so gern. Das wird wahrscheinlich die einzige Sache sein, die ich mir aus dem Set hier holen werde. Die Skins, wie gesagt, finde ich persönlich jetzt nicht so krass. Das werden Skins sein, die ich wahrscheinlich nie spielen werde, wenn ich mir sie kaufen würde. Deswegen, ja, würde ich sie wahrscheinlich eher nicht empfehlen. Und da kommen wir schon zum nächsten Slot. Dort haben wir mal wieder den bissigen Taucher drin. Ziemlich cooler Skin, wie ich finde. Besonders der Backpack ist sehr, sehr nice. Diese Haiflosse hier schaut richtig cool aus und passt zu vielen Skins. Die kann ich also sehr, sehr empfehlen. Allein wegen der Flosse hier würde ich mir den Skin auf jeden Fall holen. Und der war auch schon eine Weile jetzt nicht mehr im Shop drin. Also, ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dazu gibt es noch die Hacke, nämlich den kleinen Mampfer für 1500 V-Bucks. Eine richtig nice Hacke, auch weil sich das so mitwobbelt. Eine der besten Hacken, die es meiner Meinung nach in Fortnite überhaupt gibt. Ich spiele auch mal kurz den Sound ab. Genau, und dann noch passend halt zu diesem High-Thema den Laserbeißer. Ein riesiger fliegender Hai mit so einem Geschütz oben drauf, mit Laserpointer quasi dran. Jo, finde ich ziemlich nice. Ist halt einer der krassesten Gleiter überhaupt. Also, falls ihr so krasse Gleiter mögt, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und da kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Da haben wir erstmal den Patronengurt drin für 1500 V-Bucks. Das ist mal ein bisschen was anderes. Und dieser Patronengurt ist, by the way, kein Backpack. Falls ihr euch das gefragt habt, ob das so ein eigenes Rückenaccessoire ist, ist es nicht. Also, man kann hier hinten jetzt nur noch einen Rucksack draufpacken. Dann haben wir noch im nächsten Slot die harte Schale drin für 800 V-Bucks. Das Design an sich ist zwar nicht ganz cool, mit dieser Panzerung hier drauf, aber es wird wahrscheinlich ein Gleiter sein, den ich jetzt nicht so häufig spiele, deswegen habe ich mir den jetzt nicht geholt. Dann haben wir noch die Dominatorin drin für 800 V-Bucks, ein recht schlichtes Outfit und dann haben wir noch zwei Emotes drin, einmal den Poplock. Für 800 V-Bucks und dann noch den Sauber-Emote. Für 500 V-Bucks, ich glaube, den Sauber-Emote würde ich sogar mehr empfehlen von den beiden hier. Für 500 V-Bucks ist das echt ein cooler Emote und ja, benutze ich sehr, sehr gern, gerade wenn man irgendwie einen Kill gemacht hat oder halt sogar das Game gewonnen hat, ist das einer der coolsten Tänze, die man überhaupt machen kann. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich den zu holen. Und dann haben wir noch im letzten Slot des heutigen Tages die Glücklich-Spitzhacke für 500 V-Bucks. Mir persönlich gefällt sie ja nicht so, allerdings ist es die Team-Fix-Spitzhacke, also habe ich sie mir natürlich geholt. Ich spiele mal kurz den Sound ab. Genau, das war's dann schon zum heutigen Daily Shop. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu hier auf meinem Kanal seid, könnt ihr gerne jetzt noch ein Abo da lassen. Und ihr solltet auch noch unbedingt am heutigen Gewinnspiel teilnehmen. Ich verlose ja aktuell bis Weihnachten jeden Tag 100 Euro in V-Bucks. Falls ihr die also heute gewinnen wollt, dann einfach nur kurz Snoxy als Creator hier im Shop eintragen. Einfach nur Snoxy hier reinschreiben und auf Annehmen klicken und mir ein Foto davon schicken. Auf Instagram, Twitter oder per E-Mail. Die E-Mail dazu ist unten in der Videobeschreibung und auf Twitter und Instagram heißt ich Snox. Also ja, schickt mir unbedingt das Foto, könnt ihr übrigens jeden Tag neu einsenden, um hier zu gewinnen. Und ja, dann könnt ihr wieder jetzt
jetzt rechts zum Abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet, also Top oder Flop. Und zum Abschluss löse ich noch schnell das Giveaway von gestern auf. Da hatte ich ja, wie gesagt, wieder 100 Euro Verlust. Und der Gewinner aus dem gestrigen Giveaway ist der liebe Robin1713. Herzlichen Glückwunsch an dich. Ich habe dir auch schon auf Instagram geschrieben. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Habt alle noch einen entspannten Tag. Wir hören uns spätestens mal wieder zum nächsten Daily Shop. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.